Was beim 919 Hybrid funktioniert, hatte Frank Walliser bei der Entwicklung des 918 Spider eingeleitet. Hochleistungshybridisierung kombiniert mit einem Verbrennungsmotor. Wir haben sehr früh und sehr konsequent auf die Hybridisierung der Fahrzeuge gesetzt. Um eben diese Hybridisierung nicht nur aus der Ecke des Kraftstoffverbrauchs, die zweifelsohne gilt, darzustellen, sondern eben auch aus Performance-Sicht und aus Fahrspaß- und Fahrbarkeitsgründen mit einem Allrad. So haben wir es dann sehr konsequent und sehr schnell auch in dem 918 Spider bereits in dem Serienfahrzeug dargestellt. Wir sind ja, glaube ich, wirklich an alle Limits gegangen und haben auch, glaube ich, unwiderlegbar gezeigt, dass Sportwagen und Hybridisierung sehr gut zueinander passen und dass das ein sehr, sehr gutes Konzept für die Zukunft ist. Der 918 Spider mit Marc Lieb am Steuer auf Rekordfahrt am Nürburgring. Für das Team um Frank Walliser ein wichtiger Beweis, dass sehr schnelles Fahren mit weniger Verbrauch funktioniert. Die Zukunft der neuen Bremssysteme hat schon angefangen. Im 918 Spider haben wir gezeigt, was man da machen kann. Wir folgen sozusagen den Antriebskonzepten und das übertragen wir sukzessive in die Straßenfahrzeuge, wenn sich der Antrieb entsprechend entwickelt. Wenn dann irgendwann mal der 911er elektrifiziert oder hybridisiert wird, dann werden wir da reagieren. Zur Technik des 919 Hybrid. Ein 2-Liter Vierzylinder-Verbrennungsmotor sowie zwei Elektroaggregate sorgen bei Bedarf für enormen Schub. Effizient ist das alles, weil sowohl beim Gasgeben als auch beim Bremsen Energie gewonnen wird. Mit seinen Teamkollegen Timo Bernhard und Brandon Hartley wurde Mark Webber mit dieser Hybridtechnik Fahrerweltmeister. Auch die Verbindung zwischen uns als 911er-Fraktion innerhalb Porsche und dem Rennsport ist sehr eng. Ich verweise nur auf das meistgebaute Rennfahrzeug auf der Welt, das ist der 911er, ja, auch mit den meisten Rennerfolgen. Von daher schauen wir natürlich genau, was passiert dort. Wir tauschen uns aus, wann ist die Technologie so weit, dass wir sie auch in den normalen 911er bringen können. Und wann ist die Technik so weit, dass sie für Kunden bezahlbar wird? Das gesamte Motorsport-Engagement von Porsche hat neben dem Ziel zu gewinnen, auch den Sinn, im Extrembereich neue Technologien zu erproben. Was sich bei den 24 Stunden von Le Mans bewährt, wird zeitnah dann in Seriensportwagen eingesetzt, wenn 100%ige Zuverlässigkeit und Alltagstauglichkeit gewährt sind. Was es natürlich im Sportwagen besonders anspruchsvoll macht, ist schlichtweg die Enge. Ein Sportwagen ist kompakt, der ist klein, der ist niedrig. Und wenn man heute einen 911er durchschneiden würde, dann würde man sich wundern, wie wenig Platz das da eigentlich übrig bleibt. Und dort dann natürlich eine Hybrid- und Elektrotechnik zusätzlich integrieren, ist eine große Herausforderung. Dauert noch Zeit, etwas Zeit. Und wenn es soweit ist, dann schließt man dieses Thema nicht aus. Der Hybrid wird kommen. Aber noch fährt der Elfer mit einem Boxermotor. Noch hat er den typischen Elfer-Sound. Die Ingenieure aus Weissach versprechen, dass es absehbar so bleiben wird. Wenn ich an der nächsten Generation des 911 designe, designe ich auch an der Markenidentität von Porsche. Also der 911 wird auch immer einen Ausblick geben auf die zukünftige Formensprache, auf neue Elemente. Er wird immer ja, die Spitze der Bewegung darstellen. Und ich muss sagen, mir ist da nicht bange, also uns wird da schon was einfallen. Man erkennt ihn hoffentlich sofort wieder. Man freut sich hoffentlich sofort wieder daran. Er klingt hoffentlich noch wie ein Elfer. Aber das kriegt man ja, denke ich, ganz gut hin über Sounddesign. Walter Röhrl, die Ikone des Rallye-Sports, sieht die Zukunft des 911er mit eher gemischten Gefühlen. Das ist eine der wenigen Momente in meinem Leben, wo ich über mein Alter glücklich bin. Dass ich das vielleicht nicht mehr erleben muss, dass das mal früher, dass da gar nichts mehr hinten rauskommt. Eines ist klar, die 911er-Story geht weiter. Die stärkste Nachwuchsserie greift bei NTV wieder an. Formel 3, die Schule der zukünftigen Champions.
Denn wer es hier schafft, ist für die Formel 1 bestens vorbereitet. Die härteste Nachwuchsrennserie der Welt. Die Formel 3. Live und exklusiv bei NTV. Heute, 11.10 Uhr. NTV. Der Nachrichtensender. Der aktuelle Stand der Nachrichten hier bei NTV. Ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Die europäische Polizeibehörde Europol warnt vor möglichen terroristischen Anschlägen während der Fußball-EM in Frankreich. Ich blicke mit großer Sorge auf die anstehende Fußball-Europameisterschaft, das sagte Europol-Direktor Rob Wainwright der Zeitung Die Welt. Weiche Ziele wie Cafés, Restaurants oder einen Konzertsaal zu attackieren, sei erschreckend einfach. Der Brite fordert eine europaweit einheitliche Datei mit dem Namen islamistischer Gefährder.